Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von God of War Wo Ragnarök. geht ihr hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Dann wäre Das diese erklärt Frage sich leichter, wenn wir beantwortet. dort sind. Der alte Tempel, okay. Also, letzte Folge haben wir gegen Thor gekämpft. Es liegt Das, was ich leider an dachte, Odin, was am aber zu Ende Fuße, glaub mir. dieses Spiels passiert ist, passiert. Und Odin kam auch schon her. Also, ich würde gern gegen Odin kämpfen irgendwann, ne? Hätte ich schon Bock. Also, die Tür ist jetzt geöffnet und wir folgen diesmal unserem jungen Hat Odin Atreus. noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen Okay. könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök Ja, von vielleicht da hat an ja verhindert. hier Atreus Wer doch weiß, irgendeinen Deal gemacht mit vielleicht Odin. befürchtete Okay. er, dass es ihm nicht mehr wichtig Er ist. kann Was Sachen. hat er vor? Okay. Was ist hier passiert? Wir haben eine Kiste. Okay. Heute Also, jetzt Nacht kurz mal hier bekämpft man sich zusammenfassen, freiwillig ne? gegenseitig. Ich denke mal, Wieso das Spiel möchte wird jetzt jeder erstmal ein seinen bisschen Gegner was ruhiger anhaben? Ist wieder dir das? sein. Vielleicht irre ich mich auch. Aber wir haben jetzt so einen krassen Start gehabt, dass wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen und rätseln sein wird vielleicht. Hier sind noch mehr. Vielleicht irre ich Ganz mich auch. frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Ja. Was siehst du? Nur Tierspuren. Okay. Die Musik deutet darauf hin, dass hier bald ein paar Gegner kommen, glaube ich. Ich glaube, so lange kann es nicht mehr dauern. So, hier Atreus, vielleicht draufschießen? Ne, die Chaosklingen sind's. Okay. Die haben wir jetzt ja auch, also wir können jetzt wieder mit denen kämpfen. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist Ich hätte nicht hinüber. gedacht, dass wir die so Wir früh brauchen einen bekommen. anderen Weg zum Tempel. Naja, den sehe Warum ich auch bist du schon. allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herrten. Boah, die Chaosklingen sind schon mächtig. Und das alles Oh, so früh im Spiel. Es welche fühlt sich jetzt schon Redner. so an, als sind wir Nein, mindestens halb genau. durch. Kann ich ihn. Jetzt noch Hehlräuber? Nee. Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht Oder? hoffen, dass Geht es? irgendein von denen. Ja, es geht. Oh, eine Warnung wäre nett. Oh, was hat denn der für eine Lebensanzeige? Aber er ist schon weg, ne? Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Okay, gehen wir mal hier runter. Überall Schnee, aber wir sind ja noch gar nicht hier in Ragnarök, sondern wir sind noch im Siehst du etwas da Fimbulwinter. hinten? Oh, müssen wir dahin? Weiß nicht. Wir gehen jetzt mal hier lang, da wo Atreus hin will. Aber wir sind ja noch gar nicht hier in Ragnarök, ne? Wir sind noch im Fimbulwinter. Oh Gott. Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Oh Gott. Gefährliches. Ja. Sei auf der Hut. Geht Oh gut ja, los, ne? ich bin immer zu auf der Hut. Hi. Ah, der kommt erst noch. Okay, wir sind jetzt erstmal hier. Wir haben hier wieder so viele Wege. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Was haben die für eine Lebensanzeige? Und warum bin ich so verschneit? Okay, Atreus, komm, hau mal drauf. Die sind sehr aggressiv. Ja, mal ausweichen. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ne? Immer dasselbe, auch wenn ich zuletzt gestern gespielt habe. Okay, die haben wir. Ah, schwach sind die nicht, ne? Okay. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Ah, jetzt gibt es hier wieder so viele Wege und ich gehe wahrscheinlich gerade den richtigen und weiß nicht, was bei den anderen kommt. Weißt du noch, als ich Egal. sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Ja. Du meinst hier, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Genau Nicht das meine wahr? ich nämlich Wer auch, weiß, ne? dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also. Genug. Also hier mal ein Seil. Da unten ist auch einiges. Aber wir müssen erstmal hier durch. Was haben wir denn da? Also überall wieder 1000 Wege. Können wir hier runter? Können wir sogar, okay. Weil dann lassen uns die Kiste nicht entgehen. Die leuchtet auch so schön. Und hier sind wieder immer hier solche Insekten, aber die bringen nichts. Okay, gehen wir wieder hoch. Und gehen mal hier weiter. Hier leuchtet es auch ganz schön stark. Und irgendwo wartet wahrscheinlich jemand Böses mit dem Bogen. Ja, erstmal ihn hier. Oh, was ist mit ihm? Hä? Wacht der Zombie wieder auf, oder was? Achtung, hinter mir.
Okay. Ja, jetzt hau ich erstmal den weg. Boah. Und wie ich den weghau. So, Atreus macht den anderen. Sehr schön. Ja, wir könnten auch Spartas Rage machen. Ja, Fähigkeiten brauchen wir jetzt nicht, ne? Dürfen wir weitermachen? So, ja, ja. Fähigkeiten. Können wir uns dann noch angucken? Beziehungsweise gucke ich mir nicht in den Folgen an. Weil es verbraucht zu viel Zeit. Okay. Weiter geht es. Die dunklen Orte. Was haben wir da? Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Okay. So leicht geht's. So, dann. Ah, die Chaos bringen Hilfen. Ach, wir können die jetzt hin und her bringen. Ja, machen wir ja erstmal so, ne? Zack. Können wir jetzt einfach rüber? Können wir. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll. Gehen wir erstmal hier runter, weil ich glaube, es geht sonst da unten nicht mehr weiter. Oder vielleicht doch? Das sind viele Events, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Wirst du bald sehen. Das ist immer so ein Satz, den ich von anderen Leuten höre. Gefällt mir gar nicht. rüber oder? Es sieht so unmachbar aus. Ah. Außer ich ziehe natürlich den Stein wieder rüber. Dann sieht's machbarer aus. Okay. Hopp. Okay, guck mal, was haben wir hier? Hier haben wir eine Kette. Und dann können wir mit der Axt kaputt machen. Okay. Jetzt können wir darüber. Ist sonst noch hier was? Nö. Gut, dann kann man ja gehen. Also, let's go. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Ja, ich will ja auch handfeste Beweise haben. Wehe, das ist nichts. Da oben wäre noch eine Kiste. Wie gesagt, wir müssen nicht immer alles mitnehmen. Auch wenn ich dieses Spiel vielleicht zu 100% spielen will, aber das ist noch unsicher, weil das Spiel ist sehr groß. Vielleicht habe ich in 3 Jahren zu 100% durch. Wir sollten weitergehen. Ja, wir müssen ja hier runter. Hilft nicht. Drücken Sie wiederholt schnell Dreieck, um die Chaos-Klinge mit Feuer zu laden. Zu spät. Ja, hab ich da jetzt. Vater, benutzt deine Klinge. Verbrenn sie. Oh. Okay, okay. Räuber, links von dir. Das ist so nicht, mein Freund. Achtung, noch einer. Zack, zack, zack. Achtung, hinter dir. Ja, der wacht wieder auf. Okay. Ja, die sind schon nicht schlecht, die Räuber, ne? Block mal hier, ne? Zack! Ja, so nicht, ne? Jetzt lassen wir denen mal gar keine Chance. Ah, da kommen noch mehr. Ja, da oben schießt irgendjemand, aber die trifft uns zum Glück nicht. Weil dahinter ist. Der wacht wieder auf. Ich gehe kurz rüber. Ah. Nein. Ach, come on. Ja, Atreus, du haust da mal drauf, ne? Und zack. Kommt, noch ein Hit. Jawohl. Steht die wieder auf? Hoffen wir mal nicht, ne? Okay, dann können wir mal die ganzen Sachen mitnehmen. Auf den Heilstein. Ich hätte auch Spartas Rage machen können. Das benutze ich, glaube ich, einfach zu selten. Ach, oh Mann, jetzt... Ah, das ist neu. Man kann jetzt einfach an jedem Ort diese Dinger benutzen. Okay, ja, warum nicht? Ich dachte, das brauchen wir eher danach. So, was haben wir hier? Hier können wir durch. Hier nicht. Es gibt immer so Orte, die so aussehen, als könnte man durch. Aber kann man da nicht. Okay. Ja, gehen wir hier weiter.
Ist wahrscheinlich der Hauptweg. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 10 Minuten, ey. Die Zeit vergeht. Das ist super. Guck mal, da haben wir wieder eine Schrift. Oh. Achtung, er kommt. Okay, nicht so aggressiv. Die sehen auch alle so ein bisschen aus wie hier Thor, ne? So ein bisschen. Gehören die da dazu, oder? Die Frage. Kaputt. Okay. Habe ich jetzt hier noch was übersehen? Ah, der Schriftzug. Töten. Wintermann. Oh, er kann lesen. Sehr gut. Ah, er lernt. Okay. Ja, Kratos kann auch was lernen. Wir klettern. Gut. Okay, hier hängt wieder jemand. Er ist wirklich gut darin geworden. Boah, wie schnell. Er ist schneller als ich. Das ist. Da oben ist jemand. Nee, ist eine Fahne. Ja, das ist trotzdem jemand. Und das nächste Bild des Grauens. Ja, warum? Es war doch eigentlich unnötig, oder? Atreus? Das sind schon ein bisschen creepy. Ja, hier helfen uns auf jeden Fall die Chaosklingen. Ah, gegen Eisleute die Chaosklingen, gegen irgendwelche Feuerleute die Axt. Aber ich denke mal, die Chaosklingen werde ich deutlich häufiger benutzen, weil da kann man einfach die Gegner so auf Abstand halten. Die sind einfach besser. Okay, Achtung, jetzt haben wir wieder ein paar Möglichkeiten. Erstmal heil. Dann. Ob das was bringt, ne? Gerade noch nicht. Ich denke mal, gerade können wir nur hier was machen. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Okay. Scheiße. Au. Oh Gott. Die Jägerin. Ein Hirscher. Wir haben wohl unseren Jäger gefunden. Dein Schild ist kaputt, Bruder. Wie, mein Schild ist kaputt? Wo ist mein Schild kaputt? Ich kann echt gar nicht blocken jetzt, oder was? Der Hörner leuchten. Vielleicht eine Schwachstelle. Hörner leuchten. Ja, ich kann aber nicht viel machen. Oh. Ach, komm. Machen wir einfach hier einen Spartas Rage. Warum nicht? Werfen Sie Ihre Waffe. Ja, erstmal klatsche ich jetzt eine. Okay, komm, gib mir die Axt. Sehr stark. Also immer, wenn die Hörner leuchten. Okay, jetzt erstmal ausweichen. Achtung. Nochmal. Ja. Ah, gefährlich. Ja, Atreus weiter drauf. Hörner leuchten gerade. Ah! Ah, war kein guter Hit. Das war ein guter Hit. Und... Boah, es kam ein bisschen aus nix. Ja, nochmal ausweichen. Ich will einen anderen Move eigentlich machen. Kurz ausweichen. Ja, den wollte ich machen, aber es war kein Treffer. Achtung, genau reingelaufen. Ach komm. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich will nicht sterben. Aber ich laufe immer direkt rein. Wichtig. Ja, Atreus, du musst auch mal treffen. Oh Gott. Warum? Ich hab doch getroffen. Ich bin nicht... Nein. Ey, komm. Das war doch ein klarer Treffer, oder? Warum ist mein Schild eigentlich kaputt? Oh. Hup. Wow. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt. Und. Zack. Zack. Ja, ja. Frühchen, Frühchen, Frühchen. Frühchen. Ah, ausweichen wäre nicht schlecht. Ja.
Boah, das Feuerding ist richtig nervig. Oh, Axt. Danke. Ausweichen und treffen. War kein Hit. Schade. Jawohl. Und zack. Zack. Oh, komm. Jetzt reicht's mir. Deine Hörner leuchten, vielleicht eine Schwachstelle. Ja, ja, Atreus, ich kann grad schwierig. Ich bin gerade im Rage-Mode. Jetzt. Ah, okay, schade. Ja, Angriff. Ah, Atreus, du haust drauf, ich verwerf meine Axt. Ah, Hörner leuchten nicht. Ah. Können mal die Hörner wieder leuchten. Kann sie mal aufhören, die ganze Zeit zu feuern. Atreus drauf. Habe ich meine Axt? Jetzt habe ich meine Axt. Jetzt leuchten die... Nee. Ich treffe einfach nicht. Jetzt. Und jetzt kommt der klasse Hit. Noch ein... Nee. Ach komm, ich greife jetzt an. Ja, genau. Jetzt kommt ein bisschen Nahkampf. Zack, zack, zack. Hit. Noch ein Hit. Noch ein paar Hits von Atreus. Und ich greife jetzt an. Ich treffe halt einfach nicht. Au. Nein! Nein! Noch einmal, ey. Ja. Das war doch ein Hit. Jetzt hat. Gut, perfekt. Okay. Wir haben es geschafft. Hätte auch schon First Try klappen können. Und so wie wir die besiegt haben, wird es nicht die letzte gewesen sein. Also, es wird auf jeden Fall Momente geben, wo wir gegen mehrere von denen gleichzeitig kämpfen. Safe. Okay. Runen, leichten, schweren. Okay, ja, ja. Das machen wir alles. Das mache ich alles. Das mache ich alles. Ja, gut. Schön. Ja, hier rüste ich aus. Zufrieden? Ich will jetzt hier spielen. Das kann ich danach machen. So. Leute, ich bin... Ja. Kurz durchatmen. Und weiter geht's. Können wir jetzt nicht hier hoch? Was soll ich tun? Okay. Schön, dass wir das haben. Dann nehmen wir mal wieder die Chaos-Klingen. Ah, okay. Vater, der Schild, den Mutter. Ja, daran lag es jetzt nicht. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge. Ach so, wegen Thor ist er noch beschädigt. Okay. Ah, ich dachte schon wegen dem gerade eben, aber das hätte ja gar keinen Sinn gemacht. So, also hier ist noch irgendwas Tolles. Und gut, dann geht's jetzt in eine dunkle Höhle. Sehr schön. Warum mag sind ich. Wir hier, Atreus? Also, weißt du noch die ganzen Schreine, die wir fanden? Ja. Die Geschichten der Riesen? Ja. Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Oh, hier kann man runter. Ja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Ja, das hätte ich mir denken können. Oh nee, hier ist so viel Platz. Okay. Los geht's. Kommt her, komm, spawnt. Gegner. Tja, die umgestürzte Säule ist ja, neu, noch nicht. Aber der Schrein ist direkt dahinter. Okay, noch spawnen sie nicht. Vielleicht gleich. Okay, wir können hier gerade nicht. Ne, der Baum ist im Weg. Bringt die Axt was? Sehr schön, ne? Manchmal braucht man die Axt. Und manchmal die Chaosklinge. So. Also hier werden wir auf jeden Fall noch einen Kampf haben, oder? In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Ah, mit Sicherheit. Fimbulwind hat zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Okay. Einmal hier drüber. Und da haben wir wieder so eine Tafel. Was sagt die uns? Schau zu.
Hui. Okay. Oh, das ist neu. Ist es jetzt ein Tor, oder? Atreus kann mittlerweile mehr als wir. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Ja. Okay, wo geht es hin? Oh mein Gott, wo sind wir denn? Was ist das, Junge? Oh Gott. An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Das ist ja krass. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skull und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die spielen bestimmt auch noch eine wichtige Rolle. Man sieht, wie die Riesen Skull und Hati befreien. Mhm. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Ja, es ist mit der Zeit das eh ein bisschen kompliziert. Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Ja, wollen wir nach Vanaheim, oder? Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Der Mond wird gestohlen. Atreus. Okay. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie ein Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Okay. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Wo? Also hier, oder müssen wir wieder zurück hier? Wir gehen zurück hier. Komm mit, Atreus. Wir gehen nach Hause. Wir haben noch Met zu Hause. Das können wir noch austrinken. Außer Odin hat es mitgenommen. Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Wann? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, wir. Was... Sindri hat mir geholfen. Aha. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Ja, Kratos, du bist nicht mehr der Main-Character, ne? Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Warum immer Minen? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Waren wir da? Aus den Minen kam schwarzer Mal? Rauch. Im letzten Und Game? Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Nein. Heim.
Habe ich ja gesagt, halben. Okay, irgendwas passiert auf dem Weg, damit Kratos seine Meinung ändert. Muss ja. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Haben wir keinen Bifrost? Alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Ah, okay. Er hätte da ein paar Ideen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir wieder die Welten öffnen. Der Boden sieht hier rissig aus. Ja, bedeutet. Sollen wir hier irgendwas tun? Das ist eine Abkürzung. Da kann man irgendwas tun oder irgendwas passiert hier. Okay, wo geht's lang? Hier? Guck mal, da geht's runter. Oder auch nicht. Ne, okay. Wo ist Atreus? Hier hoch oder was? Hati? Junge? Ist er jetzt hier lang? Egal. Ich brauche ihn nicht. Ah, da bist du ja. Ich brauche dich. Was guckst du? Was ist da wohl drunter? Ach so, okay. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Oh ja. Du hast es verstanden, Mimir. Damit ich auch mal deinen Namen sage. Das habe ich nie getan. Mimir, ne? Ich tue dich nicht wertschätzen. Du guckst schon so grimmig. Okay. Das heißt, wenn wir so einen Boden sehen, müssen wir irgendwie hochkommen und dann von oben drauf springen. Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Ah, jetzt habe ich deren Gespräch beendet, weil ich zu nah rangegangen bin an ihn, oder? Ah, schade. Okay, gehen wir hier weiter. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Das war hier? Wir müssen vorsichtig sein. Hä? Die Gefahr ist nah. Hier war der erste Trollkampf. Ich erkenne einfach den Ort nicht wieder. Ist nicht mein erstes Mal. Also, gegen wen kämpfen wir jetzt? Wieder ein Troll oder? Mal gucken. Okay. Bevor irgendwas passiert, muss ich aber sagen, das war's mit dieser Folge von God of War. Ich hätte jetzt fast die Zeit komplett vergessen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.